Lea? Ja? Was ist das Problem? Es regnet. Und was ist unser Plan? Wir wollten eigentlich mit dem Fahrrad nach Lignano fahren. Und jetzt fahren wir mit dem Auto nach Lignano. Wir wollen doch beide einfach nur einen Döner essen. Also, wir haben einen Parkplatz gefunden und das Wetter ist schöner als bei unserem Campingplatz. Also, wir hätten auch mit dem Fahrrad fahren können. Ja, genau. Valid. Anderes. Ja. Nice. Deutschland. Ich liebe dich, Deutschland. Ich liebe dich. Also, wir haben uns gerade zum Ziel gesetzt, den nächsten Döner, den wir finden, den probieren wir. Also, wir haben gerade 12 Euro für zwei Döner gezahlt. Okay, also wir haben jetzt keinen Kebab Panino bestellt. Also das ist jetzt unser Kebab. Und ich finde, der schmeckt recht gut. Man kann ja darüber streiten, ob er 6 Euro wert ist. Das stimmt, weil für 6 Euro ist es halt schon sehr, sehr klein. Aber er schmeckt sehr, sehr gut, finde ich. Mhm, auch gut. Las Vegas Grind. Das hört sich gar nicht mehr so schlecht an. Strand in Lignano. Ich finde unseren eigentlich fast schöner. Lea? Ja? Wo gehen wir jetzt hin? Aufs Meer. Aufs Meer? Ja. Zu irgendeinem Dings aus. Es tut voll weh, da zu gehen. Aua. Ja, als Kinder sind wir mit sowas immer herumgefahren und ich habe richtig Angst gehabt, mich jetzt immer runterkaut von so einer Banane. Also ich würde das gerne jetzt wieder machen. Also Lea, was trinkst du hier? Einen Pfirsich-Smoothie. Ein Pfirsich-Smoothie? Ein Smoothie. Ein Smoothie? Und ist er gut? Ja. Mhm. Okay. Und ich habe einen Slushy. Also wir waren ja gerade in Lignano am Strand und ich habe gerade zu Lea gesagt, so, dass man sich den Fußpilz holt, weil wir waren da so in einem Innenraum, wo man die Füße abwascht. Was hast du dazu zu sagen? Gott sei Dank bin ich nicht die, die sich den Fußpilz holt, sondern die, die den Fußpilz weitergibt. Fußpilz goes! Richtige Fußpilz. War natürlich nur ein Spaß. Der Döner war geil, muss ich sagen. Der Strand ist einigermaßen schön, aber ich finde unseren Strand sogar schöner in Bibione. Ja, jetzt ist da nicht so viel los, gell? Voll. Und genau, dann waren wir noch in so einer... Ist der nackig? Ja. Also nein, die hat nur so ein komisches Kleid. Wieso kommt der sie nackig? Wir wollten in keinster Form diese junge... oder mittleres Alter. Scheiße, wir wollten auf keinen Fall diese Dame gerade irgendwie ranten. So aus dem Affekt dann. Nein, was soll das? Ich sah voll fertig aus. Ich auch. Ich auch, nur wenn ich die Brille runternehme. So, wir haben zwar 2 Stunden zu viel zahlt, gell? 2,5 Stunden. Natürlich gönnen wir den Leuten auch hier noch restliche 2 Stunden, weil so gehört sich das. Ich bin gerade aufgestanden, man hört es auch an meiner Stimme. Wir wollten gestern eigentlich noch weiter filmen. Wir hatten nur das Problem, dass unsere Zeltnachbarn sich übel gestritten haben. Wir haben zum einen auf unserer rechten Seite so Nachbarn, die voll entspannt sind, so 2 Kinder haben, so eine voll nette Familie, wo der Vater halt auch echt ziemlich höflich ist, uns grüßt immer und so. Und dann haben wir halt auf der anderen Seite mehr so ein Pärchen, die sich die ganze Zeit streitet und ich schwöre, also ohne Witz, die saufen eigentlich nur Bier, haben nicht mal irgendwie richtige Camping-Ausrüstung da. Also einmal hat mich die Freundin von ihm wegen dem Messer gefragt, dann habe ich ihr das Messer gegeben, dann hat sie eine Zwiebel, also eine Zwiebel so halber durchgeschnitten
keine Ahnung, wozu das gut war, hat mir das Messer wiedergegeben. Also die sind ja auch irgendwie kind of weird, muss man dazu sagen. Und dann hat der Vibe einfach nicht mehr gepasst, dass wir da noch Videos drehen. Das wollte ich jetzt noch ein kleiner Nachtrag beim Aufstehen. Ich werde das Video jetzt dann noch schneiden. Und das ist so krass einfach. Und dann hört man die dann wieder, nachdem sie sich wirklich massivst über den ganzen Campingplatz gestritten haben, irgendwie spät in der Nacht richtig laut stöhnen. Also die Leute sind schon echt ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Und vor allem auch die, es ist eine Freundin, die rastet so richtig aus. Also das ist krank, die ist schon ein paar Mal weggelaufen und hat ihn festgehalten und alles. Ich mag mich da eh nicht einmischen und möchte auch keine Aufnahmen veröffentlichen oder beziehungsweise machen überhaupt. Dennoch wollte ich das mitteilen, deswegen ist der Vlog einfach ein bisschen kürzer, weil wir hatten eigentlich noch ein bisschen was vor, aber das ist so eskaliert dort am Campingplatz. Ich meine, es war auf der einen Seite, währenddessen wir DKT gespielt haben, auch ein bisschen unterhaltsam, muss man ehrlicherweise sagen, weil man sich doch immer so ein bisschen tippt, okay, immer wenn wir zurückkommen, sind die wieder gut miteinander oder nicht und so, also man macht sich dann das Beste draus. Aber genau, das wollte ich sagen an der Stelle. Sehen wir uns im nächsten Video.